Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem Europapark. Colosseo Hotel. Meine Güte, da waren wir schon lange nicht mehr. Mhm. Und wir wollten euch einfach mal so ein Update geben. Wie ist es denn jetzt so nach 4 Monaten, wo der Park offen hat? Was hat sich geändert? Gibt es wieder normales Frühstück und wie sieht das alles aus? Aber es ist ja noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir diesmal ein Economy-Zimmer, also ein relativ günstiges Zimmer. Für euch Sparfüchse auf jeden Fall was dabei. Wir haben für die Nacht 160 Euro bezahlt. Ja, auf jeden Fall reiner Wahnsinn. Und wie das Zimmer aussieht, zeigen wir euch auf jeden Fall gleich. Im Aufzug darf sich im optimalen Fall eigentlich nur ein Haushalt sammeln. Und ja, das klappt leider semi-gut. Wir haben gerade jemanden rausgeschickt. Vierte Quarto Piano. Genau, unser Zimmer ist auf der 4. Etage. Ja. Welches Zimmer haben wir denn heute? 4152. Genau, und da ist noch ein Hygiene-Check, dass das Zimmer gereinigt wurde. Genau. Zimmerkarte. Wir haben natürlich wieder ein billiges Zimmer gewählt und das zeige ich euch jetzt. Normalerweise kommt der Kevin immer rein, aber wir machen das jetzt irgendwie nicht so. Keine Ahnung, weil billiges Zimmer halt. Wenn man hier reinkommt, direkt links ist, also oder rechts, je nachdem, wo man steht, das Badezimmer. Sehr, sehr schön. Klein, fein. Hallo YouTube. Genau. Die Dusche gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch sehr geräumig, oder? Ja. Also, ist echt nicht klein. Man hat alles, was man braucht. Kann Kevin stehen. Wir haben einen Schminkspiegel, da kann ich auch meine HD-Schminke nochmal überprüfen, ob die sitzt. Föhn. Besonderheit auf dem Zimmer ist Desinfektionsmittel. Kann man sich mitnehmen oder auch im Park verwenden. Ja, das riecht sehr gut. Das riecht echt super, das Desinfektionsmittel. Gehen wir weiter und zwar wieder einen großen Ganzkörperspiegel. Wunderbar. Dann kommt das hier zu unserem wunderschönen Bettchen. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Auch geschmackvolle Wandbemalung, passend zu Bella Italia. Ich finde das Bett auch viel schöner. Wir hatten ja schon mal ein Colosseo. Wir hatten so, sagen wir mal so, aber ganz hart gesagt, wir hatten mal ein richtig verranztes Zimmer hier gehabt, im Colosseo, für Schweine viel Geld wie im Hotelhopping, also im Verhältnis zu hier. Und ich finde, dass dieses Zimmer hier deutlich gepflegter und besser aussieht und wir doch positiv überrascht sind, dass man hier aus doch rausschlagen kann. Also im Gegensatz zu dem, was wir schon mal hatten, sind das wirklich hier Wellen. Genau, dann haben wir da analog noch einen Schreibtisch. Genau. Solltet ihr noch irgendwelche Schreibunterlagen brauchen, kriegt ihr die unten an der Rezeption. Mhm. Aus Corona-technischen Gründen gibt es keinen Kuli, keinen Stift und so. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Am Anfang dachte ich, ja, macht Sinn, musst du die ganze schon fixieren. Ja, aber die Hotelunterlagen liegen ja auch hier. Und Speisekarte. Und das Telefon auch. Genau. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Hier wow. Ist ein Safe. Und ein Safe. Normalerweise liegt hier auch noch ein Reinigungsbeutel drin. Manchmal liegt auch Schuhcreme hier drin. Aber aktuell nichts davon. Nicht. Dann haben wir noch einen wunderschönen Ausblick zum Hotel El Andalus und zum Castiello Hotel. Die Monorail fährt da gerade lang. Ach, ist das nicht wunderschön. Hinten ist Silvester. Oh, die Euromir fährt gerade. Der Ausblick ist der Hammer, oder? Mega. Gefällt mir auch also sehr. Schön. Genau, dann haben wir hier noch als Stammgast haben wir noch eine zusätzliche Flasche Wasser, Obstkorb. Wir hatten jetzt als Geschenk, haben wir Tic Tacs quasi bekommen. Mhm. Und dann haben wir noch unseren Frühstücksgutschein für 2 Personen. Auch sehr nett. Dann haben wir jetzt hier noch mehrere Gutscheine, und zwar unsere Getränkegutscheine, die man ja als Best Friend bekommt. Und da gibt es ja aber einen Gutschein, den wir nachher mal einlösen. Und zwar beginnen Sie Ihren Aufenthalt bei uns mit einem Augenblick innehalten bei Kaffee und süßer Köstlichkeit in unserer Hotelbar. Das heißt, da kriegen wir auch irgendwas umsonst in der Bar. Werden wir nachher mal einlösen, oder Kevin? Ich freue mich. Genau. Und als Kurtaxe gibt es wie immer das hier. Die Mappen. Die Mäppchen, genau. Hammer. Aber jetzt frage ich mich nach Logik, Vivi.
Warum ist das so günstig? Wir haben keine Mauer, wir haben einen schönen Blick. Warum ist das Zimmer denn jetzt preiswerter als alle anderen? Ja, weil nämlich über uns die Bar ist und das kann abends laut werden. Wenn die Bar bis 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr auf hat, könnte es lauter werden. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das stark hören werden oder ob wir denken so, hier ist doch eigentlich nichts. Genau, wir befinden uns ja hier in der 4. Etage und in der 5. Etage ist die, wie heißt die Bar? Colosseo Bar? Ja. Also direkt über uns. Wir werden auf jeden Fall die Colo Bar. Die Colo Bar. Wir werden auf jeden Fall berichten, ob es jetzt wirklich eine Einschränkung ist, weil ich sehe hier gerade überhaupt keine Einschränkung. Nö, aktuell gar nicht. Aber vielleicht hört man sie ja auch später. Fühlt sich schon wohl hier im Zimmer. Ja, ich will den Bettentest machen. Ja, komm gleich so. Ich finde die Wandbemalung richtig schön, oder? Mhm. Mir gefällt das Zimmer auf einmal. Ich hatte beim ersten Zimmer so einen schlechten Eindruck vom Colosseo. Ja, aber das Zimmer war wirklich nicht schön. Aber jetzt gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Also ich finde es sehr stimmig auf einmal. Und hier auch wegen Corona ist na logisch die Fernbedienung verpackt. Kann man besser reinigen. So, Vivi. Bettentest. Vivi, lass die Einrichtung ganz. Aber du darfst. Feuer! Darauf hast du dich schon den ganzen Tag gefreut. Ich bin schon fast müde geschlafen. Ich bin so müde vom Essen. Jetzt will ich auch mal, mach mal Platz, mach dich mal nicht so breit. Ja, das ist halt wie ein Europa-Parkbett. Auch schau mal, man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich, aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln. Leonardo da Vinci. Das ist ja voll traurig. Das hast du von der Wand abgelesen, gibt's dazu. Ja, man hat halt, ja. Da vorne steht's. Das ist ein bisschen fresh gemacht und jetzt wollen wir mal gucken, was das mit diesem Gutschein auf sich hat, weil den kennen wir überhaupt nicht. Nee. Und mal gucken, was wir dafür bekommen. Und dann zeigen wir euch auch nochmal den Hof. Wir können euch auch nochmal den Pool zeigen von außen, da wo er halt ist. Und ja, zeigen wir euch die Piazza. Jetzt wissen wir auch, wie die Bar heißt. Einfach Colosseo. Bar Colosseo. Da hat sich aber jemand was die ausgedacht. Die Colo Bar. Ja, hier befinden wir uns gerade in der Lobby. Da hier zum Beispiel noch die Gästeinformation. Da könnt ihr Tische reservieren. Was sehr sinnvoll ist, gerade jetzt, wenn ihr einen Mittagsessenstisch haben möchtet. Hier habt ihr quasi den Check-in. Dann haben wir direkt am Eingang auch noch einen kleinen Kiosk, wo ihr Zeitschriften bekommt, ein bisschen Merch oder auch was zum Lesen oder auch Schmuck, wenn ihr noch nicht den passenden Schmuck habt zum Essen. Oder auch eine Sonnenbrille. Ach, ist ganz nett auf jeden Fall. Und ja, jetzt gehen wir hinten zur Eisdiele. Wo ist die Eisdiele, Bibi? Von außen rein. Hier nur Ausgang. Genau, hier kriegt ihr noch leckere Eiskugeln. Das Eis ist echt sehr gut hier im Park. Ja, und hier befinden wir uns im Hof, wo auf der Seite die Pizzeria ist, die wir super empfehlen können. Ja. Wir haben jetzt keinen Tisch reserviert, aber wir probieren abends nochmal spontan einen Tisch zu bekommen. Und dann habt ihr da noch das Buffet-Restaurant, was aber auch kein Buffet aktuell ist. Genau, also da gibt es hier noch ein à la carte, das etwas höherpreisiger ist. Und dann haben wir hier noch die Eiskaffee und da werden wir jetzt rein unseren Gutschein einlösen. Genau, und wenn ihr geradeaus durchgeht, sind die Pools und die Pools haben jetzt auch wieder regulär auf. Und der Wellnessbereich mit Massage und so ist auch da. Genau, die Pools haben auf jeden Fall jetzt wieder regulär auf. In den ersten Wochen war ja so, dass sie nur bestimmte Zeiten aufhaben, ist aber jetzt wieder komplett auf. Und ihr habt da meistens eine Stunde Aufenthalt, dann müsst ihr den Pool leider verlassen, damit ihr ein bisschen Platz für die anderen Gäste schafft. Weil ich glaube, das Hotel ist auch wieder voller Auslastung. Das war in den ersten Wochen auch nicht so der Fall. Bleibt auf jeden Fall spannend. Die Kellnerin wusste jetzt gerade nicht genau, was es ist.
aber sie fragt ihre Kollegen und ja. Wir wissen auch nicht, was das ist. In der Auflösung, was dieser Gutschein ist, man kriegt Kaffee und Kuchen. Wir sind so ein bisschen irritiert. Oder? Ich finde es voll gut, man kriegt das Gutschein, man kriegt das Geschenk. Super. Ich will mehr von diesen Gutscheinen haben. Ja, ich auch. Wir haben jetzt gerade Kuchen bekommen. Mega, Obstkuchen. Das ist riesig. Sieht nice aus, oder? Ja, dein Spaß in der Kirsche, das sieht auch wahnsinnig gut aus. Ja, dann ja, Prost. Hunger. Achso, ich muss mal umrühren. Und jetzt bist du überfordert. Ja, Kaffee, Kuchen war richtig lecker, der Kuchen war. Mega sah gut geil aus und war richtig lecker. Saftig. Meine Güte. Jetzt sind wir auf jeden Fall gestärkt wieder, werden noch ein bisschen in den Park gehen, ein bisschen chillen. Und dann nehmen wir euch später nochmal mit zum Essen. Mein Bauch spannt, alles spannt. Den Tag noch im Park verbracht, die letzten Stunden waren echt schön im Park. Die Vivi ist fix und fertig, oder? Ich bin zu schlafen. Uiuiuiui, aber ich will noch mal nach draußen gehen, euch das ein bisschen im Dunkeln zeigen, weil es sieht ziemlich nice aus. Und auf der Piazza gibt es ja auch noch eine Fontänenshow, die immer mal wieder ist. Ja. Ja. Willst du mitkommen? Oh. Kannst du mich nicht mit dem Bett raustragen? Nein. Hier draußen haben wir so ein Getränkchen geholt und ich finde es halt immer richtig nice, das Ambiente hier und auch mit der Live-Musik vorhin. Also geben sie sich echt immer richtig Mühe, oder wie? Ja, mega. Sehr, sehr schön. Die Atmosphäre ist voll. Ah, das ist wirklich so eine kleine eigene Ecke. Genau. Und es ist halt immer noch so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel in irgendwelche Restaurants gehen wollt oder so, dass ihr euch immer vorne anmelden müsst, auch wenn ihr in die Bars geht. Und dann müsst ihr nochmal Adresse aufschreiben, das ist alles beibehalten worden. Ja. Genau, so wie immer nur, dass ich hier Einzelne bekomme, sondern Einzelne für den ganzen Tisch. Das ist ganz praktisch. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal in die Kolo Bar gehen. Die hat nämlich jetzt auch wieder auf. Die hat bei unserem ersten Besuch nämlich nicht auf. Genau, aber jetzt haben wir Einzelregler geöffnet, ich glaube bis Open End, soweit ich verstanden habe. Und wir sind gespannt, wie voll es wird, weil eigentlich ist da mal sehr viel los. Fünfte. Du hast recht. Ich habe recht, wir sind von vornherein, wäre ich hier, ich wäre schon um 7 Uhr, glaube ich, hier gewesen. Das war uns dann doch zu voll, das war so voll, dass man noch nicht mal die Abstände ordentlich einhalten konnte vor der Bar, weil halt auch immer wieder neue Leute mit dem Aufzug hochgefahren sind und da war es schon ziemlich eng und stickig auch, oder? Ja, das war echt scheiße. Also echt schlecht geregelt, aber wir schauen jetzt mal woanders da. Ich habe direkt den Unterschied, dass die Hotels halt jetzt echt fast komplett ausgelastet sind. Das war vorher das war nicht so. Halt in den ersten Wochen viel relaxter und viel, viel leerer auch in den Hotels. Aber irgendwo halt auch verständlich, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Und ja, muss ja jeder selbst entscheiden, ob man da oben jetzt eng auf eng wartet, bis man einen Tisch kriegt oder woanders überlässt hingeht. Genau. Wir haben jetzt im Cirque, im Ellen Valus, das Bar, ja, die Bar, noch im Herbst bekommen. Ohne Gedränge, ohne Anstehen. Das war wirklich easy und es ist gemütlich, es ist ruhig. Und ja, wir finden es hier auf jeden Fall mal noch schöner als in der Kuluba. Im Zimmer angekommen. Und dann ist es mir doch wieder eingefallen, warum wir nicht so gerne im Colosseo sind, weil es einfach überlaufen ist. Es ist zu voll, es ist einfach voll und es ist einfach zu voll. Genau, aber aktuell hören wir noch nichts von der Bar über uns, oder? Nee, bis jetzt ist es
ruhig. Jetzt ist noch still. Obwohl eigentlich Hochsaison ist. Wir haben 23 Uhr gleich, glaube ich. Also ich fand das gerade in der Kronobar schon echt grenzwertig. Ja, es war, du konntest keinen Abstand einhalten. Es war viel zu voll. Eigentlich hätten die Leute zurückschicken müssen. Es ist halt auch bei den Aufzügen, knubbelt sich hier die ganze Zeit. Und die, normalerweise muss immer nur ein Familienhaushalt in den Aufzug, aber teilweise kommen die dann zu zweit und dann haben wir schon jemanden weggeschickt, meinten, ja, nur einer hat, ja, wo steht das denn, dass hier nur ein Haushalt rein muss? Und wir so, ja, da wo du drauf drückst, um den Aufzug zu holen, da steht das drauf. Und dann hat die geguckt und hat er die Augen verdreht. Und sagt so, meine Güte, Leute, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann geht doch einfach nicht hierher. Ja, naja, wir hoffen einfach, dass es morgen beim Frühstück ein bisschen besser ist. Vielleicht nicht so krasse Schlangen, dass man den Abstand ein bisschen besser halten kann, auch in der Schlange. Ja. Weil darauf achten die Leute ja auch nicht. Also nee. Wir haben uns kurzweilig nochmal für die Pizzeria angestellt, da wurden wir leider weggeschickt. Aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil wir nicht reserviert haben. Genau, alles gut. Aber hinter uns aber da hat halt niemand den Abstand eingehalten. Und das ist auch egal in welcher Perspektive. Keiner. Und da genau. Also es ist aktuell, es ist eine Katastrophe, Leute, die scheißen da drauf. Das ist ja alles kackegal. Du wirst mir wirklich aggressiv. Ich bin schon teilweise, wenn ich an der Q-Line anstelle, schaue ich schon bewusst nicht nach hinten, weil ich weiß nicht, ich werde mich nur aufregen. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Nacht hier in dem wunderschönen Zimmer verbringen und schlafen, weil das gefällt mir schon sehr gut. Ja, sieht schon gut. Ein neuer Tag beginnt hier und ja, wir haben ziemlich gut geschlafen, das Wetter war echt bequem. Und wie ist es denn jetzt hier so mit der Lautstärke von der Bar? Unserer Meinung war, dass es vollkommen ging, weil wir waren eh nach dem ganzen Parkbesuch so fertig, dass wir relativ schnell eingeschlafen sind und echt nur ein bisschen was von den Stühlen oben gehört haben. Wo wir aufgestanden sind und die Bar geputzt wurde, war es schon deutlich lauter, aber alles noch aushaltbar. Also ich fand es eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Es hängt halt immer davon ab, wie man halt selber schläft. Ob man jetzt an richtig ruhigen Orten schläft, für die ist das Zimmer eventuell nichts. Wenn ihr jetzt in einer etwas größeren Stadt wohnt und eh schon Lärm gewohnt seid, dann kann man mit dem Zimmer auf jeden Fall nichts falsch machen, weil man kann ja auch den ein oder anderen Taler sparen. Oder, Bibi? Ja, finde ich auch. Also ich finde es sehr gemütlich gewesen. Ich habe sehr gut geschlafen und ja, gute Aussicht, schönes Zimmer. Genau, und für uns geht es jetzt gleich zum Frühstück. Darauf freue ich mich und da gibt es ja auch was Neues. Es gibt diese Doggy Packs nicht mehr und das werden wir euch gleich mal zeigen, wie das Frühstück funktioniert hier. Na, wo stehen wir an, Vivi? Beim Frühstück. Das ist ein Déjà-vu, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wir haben noch ein paar Meter vor uns. Also man muss auf jeden Fall Frühstück reservieren, haben wir auch gemacht. Aber trotzdem sind die Wartezeiten da sehr lang. Ja, das ist... naja. Gemütlich? Ja, kann man auch gut Abstand halten. Ja, wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Ja, war einfach kein schöner Workflow beim Frühstück. Und ja. Was für ein Workflow? Einfach wurde der Abstand wurde nicht eingehalten. Es war viel zu voll. Es war einfach nur ein ganz normaler Tag, Abend, Morgen, Frühstück außerhalb Corona-Zeit, nur dass jeder eine Maske hat und einen Handschuh. Also es war einfach, Abstand konntest du einfach nicht anhalten. Es ging nicht. Und es war eigentlich, also ich weiß nicht, also ich fand es unmöglich.
Naja, man muss es halt sagen, wenn die Behörden das zulassen und das erlauben, dass die Hotels wieder auf 100% laufen, dann muss das ja irgendwo seine Richtigkeit haben. Natürlich, wenn die Behörden sagen, das ist vollkommen in Ordnung, das geht so klar, dann würde ich aber an die Behörden ein bisschen zweifeln. Aber ja, wir fanden es echt nicht so schön. In den anderen Hotels hatten wir jetzt die Erfahrung nicht gemacht. Hier ist es halt einfach ein bisschen überlaufen. Wir packen jetzt unsere 7 Sachen zusammen und werden auch wieder auschecken aus dem Colosseo Hotel und mal schauen, ob wir dann nochmal das Hotel besuchen werden. Also ins Colosseo gehe ich jetzt erstmal definitiv nicht. Aber ich freue mich, wenn wir irgendwo mal ins Santa Isabel kommen. Das war unser Aufenthalt im Colosseo. Mit Höhen und Tiefen. Mann, das Zimmer war echt schön. Und die Piazza draußen schön beleuchtet. Kann man echt ordentlich abhängen. Aber das Hotel ist halt wieder im Normalbetrieb. Also, ja. Zumindest sieht es so aus. Man kann natürlich nichts belegen. Vielleicht sind 10 Betten nicht belegt oder so. Aber im Endeffekt hat man das Gefühl, alles ist wie immer. Alles ist ja. Wie immer, nur mit Maske und Abstand. Und einem Handschuh. Und keinem Abstand. Abstand ist manchmal ein bisschen schwierig zu halten, aber es liegt auch an einem selber. Man kann dann auch einfach die Location wechseln, so wie wir es gestern Abend gemacht haben. Genau. Haben gesehen, hey, in der Colo Bar, da vor den Aufzügen ist es so voll. Da haben wir uns den Aufzug geschnappt, sind runtergefahren und sind woanders dahin gegangen. Genau. Schreibt eure Erfahrung doch gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht hattet ihr eine bessere Erfahrung als wir oder ja. Auch so eine schlechte. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback und eure Meinung. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir freuen uns und gehen jetzt noch ein bisschen in den Park. Und bis dann, Helme. Tschüssi.